Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem Unboxing am Start, denn das liebe Team von luchess.de hat mich gefragt, ob ich nicht mal Lust habe, eine solche Box zu öffnen und anzuboxen. Und da habe ich gesagt, Freunde, immer her damit. Ich habe natürlich Lust. Denn luchess.de ist eine ganz tolle Seite. Ich blende es euch jetzt hier mal eben kurz ein. Dort könnt ihr verschiedene Boxen bzw. verschiedenen Loot erwerben. Und das Ganze funktioniert dann so, dass man dort ein Abo abschließen kann und dann kann man sich ja verschiedenen Loot dort aussuchen bzw. verschiedene Abos dort aussuchen. Also es gibt dann zum Beispiel für einen Monat, für drei Monate oder. Ich zeige euch das jetzt alles hier nochmal. Und ja, es ist einfach richtig cool, diese Sache. Da sind dann immer unterschiedliche Sachen drin. Man weiß vorher nicht, was man bekommt. Und irgendwie ist das Ganze so ein bisschen wie eine Wundertüte. Das finde ich echt super cool. Ja, und ich habe halt diese Box vom März hier bekommen. Also das ist die Luchess-Box vom März. Und ja, die schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an und gucken mal, was da so drin ist. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze direkt mal. Und ja, dann sieht man schon, so sieht das Ganze aus. Ich packe jetzt einfach mal fröhlich aus und zeige euch mal, was da so drin ist. Wir fangen mal direkt mit dem hier an. Das finde ich nämlich schon mal ziemlich cool. Das ist von Nintendo, World of Nintendo, ein Gomba. Die kennt ihr vielleicht, diese Dinger. Die, ja, die stellen sich auf dem lieben Herrn Mario in die Quere. Finde ich sehr geil. Das werde ich mir auf jeden Fall hier aufstellen. Ich habe schon einige von solchen Dingern. Und ja, ich finde das einfach mega cool. Zum Sammeln ist das geil. Und ja, vielleicht sogar zum Spielen, wenn man noch jung genug ist. Bei mir sieht das etwas albern aus. Aber sonst finde ich das sehr, sehr cool. Und ja, Mystery Access Include Inside, bla bla bla, irgendwas, Accessoire, Mystery. Ja, da gibt es auf jeden Fall verschiedene noch von. Da gibt es zum Beispiel hier noch den Super Mario in Weiß, einen Fox McCloud, Princess Peach, hier diesen Gomba, den haben wir ja. Und natürlich den pinken Yoshi, den hätte ich übrigens auch gerne gehabt. Den finde ich auch sehr geil. Und ja, das ist das erste, ein Super Mario bzw. ein Gomba von Super Mario. Sehr geil. So, wir gehen direkt weiter. Dann haben wir hier dieses schöne Ding. Das ist ein Buch oder ein Roman. Das ist eine exklusive Leseprobe. Ja, ist ein nebelgeborenen Roman. Ein nebelgeborenen Roman. Ja, Schatten über Elantel. So sieht das Ganze aus. So eine Leseprobe, da kann man sich dann mal so ein bisschen schon mal reinlesen und dann schauen, ob das was für einen ist und sich dann das Buch eventuell holen. Ich lese jetzt nichts daraus vor, das würde zu lange dauern. Also eine Leseprobe, auch immer sehr schön, kann man immer gut gebrauchen. Dann, Freunde, passt persönlich super gut zu mir, ein Ansteckerpin von den Power Rangers, ja? Also wenn der nicht zu mir gehört, dann weiß ich es nicht. Das ist der Power Rangers Ansteckerpin, den werde ich jetzt immer tragen und dann werden die Leute immer wissen, okay, die Frau ist mit Vorsicht zu genießen, die gehört wahrscheinlich zu den Power Rangers. Und ja, das war auch noch drin. Dann habe ich, was ich persönlich sehr wichtig finde, einen Superman Energy Drink. Hier seht ihr den nochmal. Hat wahrscheinlich genauso viel Zucker wie alle anderen auch. Ist auf jeden Fall sehr geil. In so einer Superman-Verpackung werde ich wahrscheinlich auch nicht aufmachen, werde ich mir wahrscheinlich irgendwo hinstellen. Ich finde den echt cool irgendwie, sieht geil aus und ja, ich hoffe, der schmeckt. Apfel-Energy-Drink lese ich gerade. Apfel, vielleicht werde ich ihn doch mal öffnen. Ich weiß es nicht, Freunde. Also dieser Superman-Energy-Drink ist auch noch dabei. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir weiter und zwar zu diesen wunderbaren Marvel-Kochhandschuhen. Ja, die finde ich extrem geil, Freunde, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir echt sehr, sehr gut. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Marvel Comics, ihr seht's. Finde ich richtig cool. Hier seht ihr die auch nochmal ein bisschen vom Nahen. Also da ist so ein Comic halt drauf gemalt und da unten sieht man dann auch nochmal, dass die von Marvel sind. Ne? Kann man super reinschlüpfen. Ich zeig's, präsentier's gerne einmal. Guten Tag. Sehr schön, auf jeden Fall. Finde ich sehr witzig, diese Idee. Die kommen auf jeden Fall bei mir in die Küche und es werden mich alle drum beneiden. Weiter geht's im Geschehen. Dann habe ich hier noch dieses Mega Man Artwork von Capcom zertifiziert, wie ihr seht. Glaube ich jedenfalls. Ja, Certificated of Authenticity.
Ihr wisst Bescheid. Mega Man steht auch nochmal hinten drauf. In the year 2000XXX. Ihr wisst Bescheid. Mega Man Artwork. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und ja, sowas sollte man immer behalten. Man weiß ja nie, ne? Ich leg's mir auf jeden Fall gut weg. Und ich liebe solche Sachen ja. Muss ich wirklich mal sagen. Diese Nerd-Boxen, dieses ganze Gaming-Gedöns. Ich könnte es den ganzen Tag anboxen. Es ist einfach nur schön. Ich mag es, ich liebe es, ich finde es geil. Und dann zu guter Letzt haben wir hier noch ein T-Shirt. Das Ganze packe ich jetzt mal aus, weil das ist noch eingepackt. Ist natürlich auch in meiner Größe. So, das ist jetzt hier mal real, the real Unboxing, ja. So, das ist das T-Shirt. Ich habe es auch noch nicht gesehen. So sieht das aus. Ich gucke mal eben, damit ich es mir selber mal eben angucken kann. Race Repair and Restoration. Bringing Works Back from the Dead Science 1984. Sieht ein bisschen aus wie Ghostbusters. Finde ich aber sehr geil. Hier seht ihr das. Das ist das T-Shirt. Das ist auch mit enthalten in der Loot Chest Box. Und ja, da könnt ihr dann immer eure Größe angeben und so. Und dann bekommt ihr auch ein schönes T-Shirt dazu. Dann noch zwei Center Shocks, die sehr wichtig sind, wie ich finde. Da probieren wir doch jetzt direkt mal einen live vor Ort. Die sind ja eigentlich immer sehr sauer. Aber ich probiere es einfach. Boah, Alter. Die sind so sauer. Boah, die sind echt sehr sauer, scheiße. Woo! Ach, da kommen hier schon die Tränen, Freunde. Dann haben wir auch noch ein Let's Eat live dabei. Hier ist dann auch noch mal so eine kleine Broschüre dabei. Da kann man dann noch mal wirklich alles nachlesen, was auch in der Box enthalten ist. Dann gibt es hier noch zum Beispiel ein Gewinnspiel und. Also richtig cool. Hier seht ihr auch noch mal genau, was die Sachen wert sind. Das T-Shirt ist übrigens tatsächlich von Ghostbusters. Und habe ich mir ja schon gedacht. Und ja, da gibt es halt noch ganz viele Sachen, was die Sachen dann im Endeffekt dann auch wirklich kosten. Und man muss einfach sagen, dass der Wert der Box eigentlich höher ist als das, was man für die Box bezahlt. Und das finde ich natürlich richtig geil. Ihr könnt euch auf jeden Fall mal bei lootchest.de informieren, was die einzelnen Abos dann auch kosten, beziehungsweise was die einzelnen Boxen dann auch kosten. Die haben übrigens auch Facebook, Twitter, Instagram und eine App im App Store. Also falls ihr euch dafür interessiert, solltet ihr unbedingt mal bei Lootchest vorbeischauen. Ist wirklich eine tolle Sache und macht wirklich Spaß. Und wenn man dann natürlich jeden Monat so eine Box nach Hause kriegt, ne, dann ist das natürlich irgendwie immer, ich weiß nicht, ich finde sowas geil. Ja, ich freue mich da wirklich sehr drüber. Und es ist wirklich nicht teuer, das kann man wirklich nicht sagen. Ja, also das war alles drin. Ich zeige es nochmal im Schnelldurchlauf. Mega Man Artwork, Kochhandschuhe von Marvel, eine Leseprobe von einem nebelgeborenen Roman, ein Gomba von Super Mario, ein T-Shirt von Ghostbusters und ein Energy Drink von Superman sowie ein Anstecker-Pin von den Power Rangers. Ja, das war alles in dieser Box und noch die Center Shocks nicht zu vergessen. Einen habe ich ja bereits im Mund und ja. Das war die Märzbox von lootchest.de. Also wie gesagt, wenn ihr euch dafür interessiert, ich haue euch den Link auf jeden Fall in die Infobox. Schaut auf jeden Fall mal da vorbei. Es ist auf jeden Fall eine sehr tolle Sache. Die hatten übrigens unter uns letztens auch eine limitierte Edition von einer Harry Potter Box. Und oh mein Gott, Freunde, ich glaube, die ist richtig geil, ja? Also ihr müsst auf jeden Fall mal da vorbeischauen. Ich bin ein riesen Harry Potter Fan, wie ihr wisst. Und ja, für so eine Box, ne, da würde ich, da würde ich schon einiges tun, ja. Also das muss man wirklich sagen, so eine Box ist schon geil. Und ich denke mir, wenn die lieben, wenn das liebe Team von Lootchest mich fragt, ob ich nicht Lust habe, so eine Box anzuboxen, warum sollte ich dann Nein sagen? Wer würde das schon tun? Keiner, glaube ich. Denn ich finde sowas einfach mega und ich liebe sowas. Ja, das ist Wundertüte für uns Gamer und ich finde es einfach geil. Also Daumen hoch für Lootchest, Daumen hoch für das Video, wenn euch das gefallen hat. Und wenn ihr gerne mehr davon sehen wollt, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet dann demnächst wieder ein. Und ansonsten, ja, kann ich nichts mehr sagen, außer dass das Wetter heute nicht sehr schön ist. Und ja, ich würde sagen, liebe Freunde, haut da rein und bis demnächst. Tschüssi!